Hallo und herzlich willkommen aus dem Zoo der Minis in Aue. Wir stehen heute hier vorm Zwergottergehege und wollen mal reinschauen, ob wir die Raubtiere, zu denen sie ja gehören, die meistens Schlafmützen sind und jetzt auch gerade schlafen, wach kriegen. Kommen Sie mal mit. So, wir sind im Gehege der Zwergotter angekommen. Die Tiere kommen ursprünglich aus Südostasien und bewohnen dort dichte Vegetation, was natürlich absolut notwendig für einen Otter ist, ist Gewässernähe. Das kann also ja ein Flusslauf durch einen Wald sein, das kann aber zum Beispiel auch ein Reisfeld sein, in dem die durchaus auch anzutreffen sind. Die Tiere ernähren sich vorrangig von Muscheln oder Krebstieren. Ja. Wie man oft denkt, naja, der Otter frisst Fisch, das stimmt, die fressen den schon, aber das ist nicht deren Haupternährung, sondern eben eher Muscheln oder eben Krebstiere. Ja, das merkt man denen auch an, spätestens wenn man als Tierpfleger doch aus irgendwelchen Gründen mal gebissen wird, denn die haben einen unglaublich kräftigen Kiefer und das ist unglaublich unangenehm, sagen wir es mal vorsichtig so. Ja. Es sind weniger die spitzen, scharfen Zähne, sondern eben die Kraft, die im Kiefer haben. Die leben in Familiengruppen. Wir haben jetzt hier zwei Tiere, unter anderem die Ferret. Komm her. Hey, Ferret. Komm her. Hey, Sackel. Komm her. Guck mal. Hallo. Die ist heute noch sehr müde. Guck mal. Na lecker, ein Würmchen. Ja, das ist also die Ferret hier unten. Das ist unser weibliches Tier und der Bruce. Familienverbände, das wird hier eher nichts, denn die Ferret ist schon sehr alt. Ursprünglich oder... Otter können so 20, 21 Jahre alt werden und die Ferret, die ist also schon fast 20. Da werden wir also hier in naher Zukunft keinen Nachwuchs erwarten können. Ansonsten sind es ja sehr verspielte und gesellige Tiere, selbst in ihrem hohen Alter spielt sie noch recht viel. Und wir wollen jetzt mal sehen, ob wir die noch ein bisschen näher kriegen und die ein paar von den leckeren Zufobas, die ich mitgebracht habe, auch von mir haben möchten. So,